Sector is clear. Give us everything we got! All wings! So, hi Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal und ich bin zurück mit Star Wars Battlefront 2 und es ist ein neuer Patch natürlich erschienen, der viele Bugs fixt und Balance macht, aber es ist natürlich auch vieles Neues dazu gekommen, wie zum Beispiel der neue Modus Jetpack Fracht. Und dieser Modus ist zeitlich begrenzt, also zockt ihn wirklich mal, testet ihn aus und wenn er der Community gut gefällt, dann wird er auch ins Spiel kommen, zumindest ist es so geplant. Und in diesem Modus könnt ihr zwei verschiedene Klassen spielen, natürlich die Raketentruppler-Klasse, sage ich jetzt mal, und genauso ist es auf der Gegnerseite oder halt auf der Rebellenseite. Und ihr habt zwei verschiedene zur Auswahl. Ihr habt einmal den Truppler zur Auswahl mit einer Pistole und einmal den Truppler zur Auswahl mit einem Gewehr. Und das ist auf beiden Seiten so, also auf der Rebellenseite und auf der Trupplerseite habt ihr einmal eine Pistole und einmal ein Gewehr. Und ihr seht jetzt schon, die Pistole kann Dauerfeuer machen. Und hier in dem Modus ist es auch so, dass eure Fähigkeiten schneller aufladen. Das bedeutet, immer wenn ihr schießt oder wenn ihr eine Fähigkeit verwendet, wie das Jetpack oder den Raketenwerfer, dann habt ihr eine kurze Aufladezeit und dann könnt ihr die Fähigkeit wieder verwenden. Also das ist ein richtig krasser Fun-Modus, finde ich. Der macht wirklich richtig Spaß. Und ja, es ist ein bisschen anders wie der aus Teil 1, weil in Teil 1 gab es ja auch den Modus Fracht, bloß da ist man mit seinen normalen Klassen rumgelaufen und jetzt hat man hier eben mit diesen Raketentrupplern und mit den Rebellen-Raketentrupplern oder halt Raketenrebellen, sage ich jetzt mal, kann man jetzt hier rumspringen und rumjumpen und hat halt so einen lustigen Fun-Modus zum Zocken. Und ich hoffe natürlich, dass der auch ins fertige Spiel kommt, denn ich finde ihn nicht nur cool, sondern auch, finde ich, neuer Modus tut dem Spiel eigentlich ganz gut. Also, wenn sie einen neuen Modus ins Spiel machen, finde ich. Und der macht wirklich Fun. Also, bevor ich hier diese Runde jetzt gespielt habe, habe ich schon 2-3 Runden gespielt und der macht wirklich riesen Spaß. Es ist manchmal ein bisschen chaotisch, weil man halt die Leute links und rechts springen sieht. Also, man kann halt ständig springen. Und das ist dann schon ganz krass. Und vor allem mit den Waffen dann zu treffen in der Hektik ist es manchmal nicht ganz so einfach. Aber man hat dann auch zum Beispiel den Raketenwerfer. Der kann auch öfter schießen, wenn man den verwendet. Und an was ich mich noch persönlich gewöhnen muss, ist natürlich, dass das Jetpack sich jetzt ein bisschen anders verhält wie in Teil 1. Also man hat jetzt einmal mit der rechten Seite kann man geradeaus nach vorne fliegen. Oder nach links und rechts in eine Richtung. Man hat dann noch mit Kreis kann man dann noch sich von nach links, nach vorne, nach hinten und nach rechts strafen, also so kurze Schübe machen nach links und rechts und vorne und hinten. Und mit L1 kann man dann einen ganz normalen Sprung nach oben machen und je nachdem in welche Richtung man lenkt. Aber es ist noch gewöhnungsbedürftig, weil man hier, wie gesagt, im Gegensatz zu Teil 1 ein bisschen anders sich verhält vom Lenken her. Und ihr seht hier, der konnte jetzt öfter mit dem Raketenwerfer schießen, bevor ich ihn töten konnte. Also das ist wirklich krass. Die Fähigkeiten laden sich sehr, sehr schnell auf und da muss man sich erstmal dran gewöhnen. Aber so vom Grundprinzip her ist der Modus wirklich richtig cool. Vor allem, der Modus spielt nur auf Mos Eisley. Also es gibt dann immer natürlich die eine Seite der Rebellen und die andere Seite der Truppler. Und es ist auch so, dass ihr die Fracht auf der einen Seite verteidigen könnt. Also jede Gruppe hat immer drei Frachten, die sie verteidigen müssen und drei Frachten, die sie liefern müssen. Also wenn wir die Fracht von den Gegnern klauen, dann müssen wir die dreimal abliefern. Wenn die Gegner die Fracht von uns dreimal klauen, müssen sie die Fracht dreimal bei sich abliefern. Und man muss dann natürlich versuchen, denjenigen zu beschützen. Ich bin jetzt hier gerade am Hinterherfliegen und versuche natürlich, den zu kriegen. Und ihr seht hier schon, ne, man jumpt dann immer oft rum und hier ist auch schon der nächste. Und der hat mich dann noch mit dem Raketenwerfer erwischt. Aber es ist wirklich cool gemacht. Es macht richtig Spaß und es ist halt verdammt lustig, weil man ständig am Rumjumpen ist. Und die Map dafür ist auch perfekt, finde ich. Also Mos Eisley ist dafür wirklich super. Denn man kann hier über die Dächer springen und dann über die Häuser. Man hat dann hier verschiedene
seitliche Gänge, wo man rumjumpen kann. Und das ist richtig, richtig cool. Und wie gesagt, der Modus ist zeitlich begrenzt. Das bedeutet, wir wissen nicht, wie lange er da ist. Also das wurde nicht genau kommuniziert, wie lange der Modus da ist. Aber nichtsdestotrotz, zockt ihn mal, testet ihn mal aus, denn ich finde ihn wirklich richtig cool. Und ich bin natürlich gespannt, ob er dann auch im fertigen Spiel erscheint. Denn die müssen natürlich die anderen Maps dann für den Modus auch noch anpassen. Und die Maps müssen natürlich für den Modus auch funktionieren. Denn wenn du eine Map hast, wo du nicht springen kannst und nicht wirklich diese Fähigkeiten, die man mit dem Raketentruppler oder mit dem Rebellen-Raketenspringer hat, dann macht es nicht wirklich Sinn, den Modus zu bringen. Also deswegen ist klar, dass die jetzt den Modus erstmal testen, wieder bei der Community ankommt. Und dann, wenn der Modus gut ankommt, dann werden die den Modus natürlich auch für alle Leute verfügbar machen. Oder halt, der ist ja jetzt für alle Leute verfügbar, aber ich meine, auf allen Maps verfügbar, dass man den dort zocken kann. Und das wäre natürlich richtig, richtig cool. Denn bis jetzt gibt es ja nur 5 Modi im Spiel. Ich finde natürlich nicht schlecht, dass es diese 5 Modi gibt, denn die bringen schon viel Abwechslung rein. Aber in Teil 1 gab es natürlich ein bisschen mehr Modi und das war dann schon ein bisschen cooler, dass man noch mehr Auswahl hatte. Es bringt natürlich nichts, wenn es 100 Modi gibt und die Hälfte davon wird gespielt. Das ist natürlich auch klar, deswegen hat DICE ja auch gesagt, dass im zweiten Teil weniger Modi sind. Dafür hoffen sie, dass die dann auch gespielt werden. Denn in Teil 1 war es dann so, dass es manche Modi gab, die waren halt leer. Also da konnte man eine Runde suchen und die wurde halt einfach nicht gespielt. Und deswegen ist es jetzt hier halt so. Mit dem neuen Patch wurden natürlich viele Anpassungen auch bei Helden vs. Schurken gemacht und generell Balance Patch, also Fixes und so. Viele Maps wurden auch gebalanced, wo es galaktischer Angriff gibt und so weiter. Also da ist natürlich viel verändert worden und natürlich viele Helden wurden angepasst und Schurken. Und dieser Modus ist jetzt dazugekommen und ich hoffe wirklich, dass er ins Spiel kommt. Das wäre wirklich sehr, sehr cool. Und ja, das Coole ist natürlich auch, ihr spawnt immer neu, also ihr müsst da nicht irgendwie neu auswählen, dass ihr spawnen müsst oder sonst was wie im normalen Spielmodus, sondern ihr spawnt nach jedem Tod neu und ihr habt dann natürlich auch die Auswahl in der Zeit, wo ihr spawnt, habt ihr dann die Auswahl zwischen diesen beiden Klassen, die man wählen kann, also einmal den mit dem Gewehr und einmal den mit der Pistole. Und das könnt ihr dann immer wählen. Jetzt seht ihr es da, ne? Jetzt könnte ich auswählen, dass ich mit der anderen Klasse spawn, aber ich mag den mit der Pistole mehr, ich komme mit dem besser klar. Und ihr seht jetzt auch, die Gegner haben jetzt schon 2 Frachten abgegeben. Das bedeutet, sie müssen nur noch eine Fracht abgeben. Und in der Zeit, wo sie die Fracht abgegeben haben, zählt auch ein Timer runter, bis sie das nächste Mal die Fracht nehmen können. Denn es wäre natürlich krass, wenn sie die Fracht gerade abgegeben haben und schon die nächste sich nehmen können. Das wäre natürlich Quatsch. Denn dann könnte man gar nicht, hätte man gar keine Zeit zum Aufheben oder zum sich neu positionieren. Und es gibt auch einen Bereich, wo sie die Fracht abgeben können. Das seht ihr dann an der Minimap unten markiert. Da gibt es den Bereich, wo ihr die Fracht überall abgeben könnt oder wo die Gegner die Fracht abgeben müssen. Und in dem Bereich müsst ihr euch aufhalten. Das bedeutet genauso, wenn ihr die Fracht habt, dann müsst ihr euch genau in diesem Bereich eben aufhalten und könnt nicht einfach irgendwo stehen bleiben. Also ihr habt dann nur so einen klitzekleinen Bereich, wo ihr drin stehen bleiben könnt. Und da solltet ihr natürlich drauf achten. Oh, komm schon. Oh, gerade noch erwischt, ey. Puh, das war knapp. So, schnell wegfliegen. Oh, scheiße. Da hat es mich noch erwischt. Ja, das mit dem Raketenwerfer ist natürlich heftig, ne? Wenn man so oft schießen kann. Aber ich habe zumindest geschafft, dass ich den Typen davon abhalte, dass er die Fracht abgibt. Aber ich finde ihn richtig, richtig spaßig. Und mit Freunden macht es bestimmt noch mehr Spaß. Da kann man sich dann natürlich besser absprechen. Und ihr seht schon, auf Distanz ist die Pistole nicht ganz so gut. Da bräuchte man natürlich jetzt das Gewehr. Das muss ich auch mal ausprobieren. Also ich habe bis jetzt nur den mit der Pistole gespielt. Den mit dem Gewehr muss ich auf jeden Fall mal ausprobieren. Und ihr seht es hier schon, ne? Da fliegen die Leute links, rechts und es ist totales Chaos manchmal. Oh, oh schade. Ich habe gerade auf ihn geschossen und habe ihn leider nicht erwischt. Ja, wir haben leider verloren, aber nichtsdestotrotz, richtig, richtig cooler Modus und wie gesagt, zeitlich begrenzt, also testet ihn wirklich, schaut ihn euch an und spielt ihn mal.
Und dann könnt ihr mir ja mal schreiben, wie ihr ihn findet. Der ist jetzt ab heute verfügbar. Und ihr müsst einfach im Hauptmenü, gibt es den gleich an allererster Stelle. Dort könnt ihr ihn gleich spielen. Und deswegen testet ihn mal aus und schaut ihn euch an. Ist wirklich richtig, richtig cool. Und damit würde ich dann auch zum Ende vom Video kommen. Ich hoffe wie immer, dass es euch gefallen hat. Ich wünsche euch viel Spaß mit dem neuen Modus und natürlich viel Spaß mit dem Spiel weiterhin. Und dann würde ich mich natürlich über einen Daumen nach oben freuen. Und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Bis bald, euer Monster.